Hey Leute, in meinem heutigen Video geht es um meine Top 5 Produkte unter 5 Euro. Und zwar wird es mehr so eine Sommeredition. Ich habe das ja schon mal gemacht, aber ich zeige euch jetzt einfach so sommerliche Produkte, die weniger als 5 Euro kosten. Die erste Sache, die könnt ihr euch vielleicht schon denken, auf jeden Fall ist die richtig wichtig. Und zwar ist das Sonnencreme. Die hier ist jetzt von Sundance, also von DM. Und die kostet auf jeden Fall unter 5 Euro. Es gibt die auch mit 30, also Sonnenschutzfaktor 30. Und da kostet die auch noch weniger als 5 Euro. Je nachdem, was ihr natürlich für ein Hauttyp seid. Bei mir ist es eigentlich nicht so häufig, dass ich einen Sonnenbrand bekomme. Deswegen nehme ich meistens Sonnenschutzfaktor 30. Aber was ich hier auch cool finde, ist, dass das so einen Sprühkopf hat. Das heißt, man kann das super, ja, einfach auf den ganzen Körper sprühen oder auf die Hand. Und dann könnt ihr das auch mit eurer Foundation vermischen, was eigentlich auch ganz praktisch ist. Und falls ihr euch gerade fragt, wo mein Schmuck her ist, weil den finde ich ziemlich cool, dieses Auge hier oder diese Maske, den habe ich mir in Antwerpen bei Jutka und Riska gekauft. Das gibt es auch in Amsterdam, aber ich kann auch gerne mal schauen, ob ich was Ähnliches vielleicht bei Aces oder so finde. Dann kann ich euch das mal in die Infobox packen. Aber ich finde den Schmuck so schön. Vor allem hat der nur 5 Euro und 3 Euro gekostet. Aber machen wir mal weiter mit den Produkten. Und die nächste Sache, die ich euch zeigen möchte, ist von Alverde. Und zwar ist das dieser Sunkist Highlighter. Der ist so ähnlich wie der Benetint von Benefit, glaube ich. Und ja, den finde ich richtig toll, weil der gibt so einen richtig schönen Glow auf die Haut. Und den könnt ihr euch so ein bisschen auf die Wangen geben oder auf die Augenlider. Das mache ich auch manchmal vielleicht auch in den Innenwinkel. Und der lässt sich richtig schön auch verteilen und hat so eine leichte goldene Farbe, was mir echt gut gefällt. Als drittes Produkt kann ich euch den Impressive Gel Kajal von P2 empfehlen. Den habt ihr ja schon in meinem DM-Haul gesehen. Und ich habe den auch in so einem Taubton. Und das gibt es auch, glaube ich, in Schwarz und Lila. Und die halten wirklich richtig, richtig lange. Ich habe den einen auch jetzt gerade drauf, also den in Dramatic Blue. Und den finde ich richtig schön. Und ja, die halten wirklich den ganzen Tag. Und wenn es im Sommer so heiß ist und man so am Schwitzen ist, dann ist das wirklich gut, wenn man einen Eyeliner hat, wo man weiß, dass er den ganzen Tag hält. Und der ist auch noch dazu ziemlich günstig. Als viertes Produkt kann ich euch von Essence das All About Matte Fixing Puder empfehlen. Das finde ich auch richtig toll. Das hält wirklich sehr lange. Und ja, ich finde es einfach im Sommer immer ganz praktisch, so ein bisschen Puder dabei zu haben. Und das kann man sich dann mit so einem Pinsel hier super auf die T-Zone so tupfen. Da, wo man halt immer anfängt zu glänzen, beziehungsweise ich fange da immer an zu glänzen. Und im Sommer, ja, will man ja nicht so schön schimmern und schwitzen. Deswegen ist es immer ganz praktisch, wenn man so ein Puder dabei hat. Ihr könnt mir auch übrigens gerne mal in die Kommentare eure Lieblingsprodukte schreiben. Also, was sind so eure Top 5 unter 5 oder welches Produkt ist so richtig toll im Sommer, was weniger als 5 Euro kostet. Ganz zum Schluss habe ich noch ein Pflegeprodukt und zwar ist das von Nivea. Ein Lippenbalsam, der ist jetzt in Raspberry Rose. Ich finde aber auch den in Macadamia so richtig lecker irgendwie. Und was ich an denen sehr mag, ist einfach, dass die wirklich Feuchtigkeit spenden. Und bei mir ist halt immer so, im Sommer werden meine Lippen sehr trocken, einfach weil ich so viel draußen bin oder auch viel ja, Chlor im Schwimmbad so mitnehme. Und dann ist es immer ganz angenehm, sich das dann auf die Lippen zu machen, weil das bleibt wirklich sehr lange auf den Lippen und spendet richtig viel Feuchtigkeit. Und ja, also das war jetzt noch mein letztes Produkt. Ich hoffe, dass ihr das einigermaßen interessant fandet. Und ansonsten verlinke ich euch hier unten meine letzten beiden Videos und ihr könnt euch schon mal auf ein Abiball-mäßiges Video freuen, was am Freitag online kommt. Und bis dahin, habt noch eine schöne Woche. Wir sehen uns ja dann am Freitag schon wieder. Also bis dann. Ciao, ciao. I gotta talk to you.